Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Kai und ich helfe euch heute, eure Amazfit Stratos oder Amazfit Virsch zu tunen. Ja, es ist die beiden Uhren basieren zwar auf einer Wear OS-Oberfläche, können auch bestimmte Programme, ja, abspielen. Dazu kann ich euch gerne mal ein Video dalassen, wenn ihr mir das in den Kommentaren schreibt oder ihr mir auch mal einen Daumen hoch gibt. Dann weiß ich, dass das gut ankommt und dann weiß ich auch, dass ich mich darum kümmern sollte. Das ist nämlich ein bisschen aufwendig, das immer rauszusuchen und auch vorzubereiten. So, wie bringt ihr denn Watchfaces auf eure Stratos? Das gleiche läuft, geht analog zu Virsch. Das ist genau das gleiche Prinzip. Also erstens schließt ihr eure Stratos an den Computer an. Das macht ihr mit eurer Docking Station, die ihr dazu bekommen habt. Ich habe jetzt hier schon was runtergeladen, um es zu testen. Genau, ihr schließt eure Stratos an. Wenn ihr das gemacht habt, erscheint eure Stratos bei PC, der interne Speicher. Und dort findet ihr den Ordner, findet ihr zwei Ordner mit Watchface. Einmal diesen Ordner, das ist das, was ihr gerade als Oberfläche habt, und den Ordner mit Watchface. Den öffnet ihr. Ohne Punkt, gar nichts. Groß W, Groß F. Das ist wirklich ganz wichtig. Dann geht ihr auf entweder meine Homepage, mein Shop, wo ein Blog dabei ist, wo solche Sachen erklärt sind, wo ich das auch gerne für euch erkläre. Dort habt ihr nämlich bei dem Ablauf den Link zu einer Seite, wo ihr diese Watchfaces runterladen könnt. Ihr könnt, ja, es gibt tausend andere Seiten, das ist übertrieben, zwei, drei andere Seiten, wo ihr das runterladen könnt. Diese ist am vertrauenswürdigsten. Ich bekomme nichts von der Seite, keine Angst. Ich habe die auch rausgesucht. Genau, habe mir den Quellcode angeguckt und habe geschaut, was da alles so rumwirkt. So, dort wählt ihr, dann geht ihr auf den Link, öffnet den und dann kommt ihr auf die Seite von, ja, amazfitwatchfaces.com. Dort habt ihr die Auswahl eurer Uhr, Virsch, Stratos, könnt auch für die Bip runterladen oder für die Core. Dann wählt ihr ja aus, dass ihr für die ganze Zeit, seitdem es diese Plattform gibt, die Watchfaces haben wollt. Dann wählt ihr euch die Sprache aus des Watchfaces. Ich nehme gern die deutsche Variante. Das hat folgenden Grund. Und zwar, wenn ihr irgendwelche Anzeigen habt, so von wegen Datum, ist das oft besser. Aber irgendwie sind das weniger als, ja. Ja, das ist weniger als da, wo ich das letzte Mal geguckt habe. Aber gut. Gut, das ist halt so. Dann nehme ich halt wieder das Englische. Englisch ist immer noch besser als Spanisch. Dann wähle ich mir ein schönes Watchface aus. Ihr habt die Qual der Wahl, das sind tausende Watchfaces. Das sticht mir sofort ins Auge, das sieht einfach fantastisch aus. Und vielleicht auch im, ja, wenn der Bildschirm aus ist, sieht das vielleicht auch ganz gut aus. Da geht ihr auf See Details, dann könnt ihr das Watchface downloaden. Dann klickt ihr auf den Link und dann haut das euch automatisch in euren Download-Ordner rein. So, ich habe es runtergeladen. Da unten seht ihr es. Dann gehe ich in meinen Download-Ordner. Dort liegt schon mein Watchface. Die gleiche Nummer. Ich wähle es aus. Kopiere mir dieses in meine Stratos. Das hatten wir vorhin schon. Interner Speicher. Watchface. Einfügen. Jetzt ist es da. Und dann schwenken wir mal rüber zur Stratos. Das ist meine Stratos. Die normale Oberfläche. Das normale Watchface. Ihr wisst, wie ihr Watchfaces ändert. So oder im Menü. Und dann scrollen wir uns durch und suchen das wunderschöne Watchface. Ja. Ich habe das Falsche. So, nochmal zurück war es vielleicht das. Nein, das war es nicht. Das war es auch nicht. Wo ist es? Wo ist es? Manchmal müsst ihr zwei, dreimal versuchen und wieder reingehen, bis es das hat. So, da ist es schon. Genauso könnt ihr euch alle installieren. Ich will mir nochmal ganz kurz angucken, wie es aussieht, wenn das Display denn ausgeschaltet ist. Denn das ist doch immer das Interessante. Ja, das sieht richtig gut aus. Die Farben sind knackig. Ist gut zu sehen. Fantastisch. Bitteschön.